Herzlich willkommen zu einem neuen Bewegtbilddokument für Du hast die Macht. Ich bin Steffen und ja, ich bin hier auf einem Spielplatz. Warum? Weil schönes Wetter ist und weil man im Herzen ja immer ein Kind bleibt. Als Kind war ich auch gerne mal Pirat beim Fasching, aber darum geht's jetzt nicht, sondern wir sind bei der Piratenpartei und ich treffe jetzt im schönen Buddelkasten die Lotte Steenbrink und ich bin mal gespannt, was sie uns zu sagen hat. So, da ist sie schon. Die Lotte, hallo, grüß dich. Wie angekündigt, bist du von der Piratenpartei und die Piratenpartei setzt sich ja sehr für den Datenschutz ein und das ist auch sehr ein Thema zurzeit. Facebook hat man auf einmal bemerkt, dass ja 4 Jahre lang die Daten frei lagen, mehr oder weniger, und Sony Network Hackerangriff und so weiter und so fort, Zensus 2011. Ja, was macht ihr gegen solche Sachen? Also konkret, was machst du, was macht die Partei, was versucht die dagegen zu tun? Also man muss einen ganz klaren Unterschied sehen zwischen Daten, die ich Facebook gebe, weil ich das möchte, weil ich das freiwillig mache, zwischen Daten, die ich Sony gebe, weil ich ein Produkt von ihnen haben möchte, und zwischen Daten, die der Staat erhebt, weil er mich sonst bestraft, wenn ich ihm die nicht gebe. Ich muss ja 300 Euro Strafe zahlen, wenn ich diesen Zensus-Fragebogen nicht ausfülle. Wir möchten uns dafür einsetzen, dass Datenschutz kompetent passiert, dass da wirklich IT-Fachleute am Werk sind, dass nicht nur Symbolpolitik betrieben wird, das heißt, dass nicht nur demonstrativ Facebook-Accounts gelöscht und dann der große Lauschangriff hintenrum irgendwie gestartet wird, sondern dass da wirklich was passiert, dass der Staat selber so wenig Daten wie möglich erhebt. Also wir stellen uns auch ganz entschieden gegen den Zensus. Wenn ihr euch dagegen stellt, nehmt ihr die 300 Euro in Kauf oder wie macht ihr das? Das muss jeder für sich alleine entscheiden, aber wir als Partei äußern uns halt ganz klar dagegen. Wie kommt denn das eigentlich deiner Meinung nach, dass wirklich ja gerade Erstwähler sagen, oh, Piratenpartei ist klasse, die wähle ich. Liegt das alleine schon am Namen oder am Look? Oder? Wahrscheinlich auch, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir halt interessante Themen besetzen, dass wir eine Mitmachpartei sind, dass man also bei uns auch einfach ankommen kann und irgendwie ein paar Aktionen machen kann, dass wir irgendwie Themen besetzen, die junge Leute interessieren. Nochmal zurück zum Datenschutz. Wir hatten ja auch Facebook schon mal erwähnt. Ich habe gesehen, auch ein paar junge Piraten haben auch einen Facebook-Account. Hast du auch einen Facebook-Account? Ich habe auch einen Facebook-Account. Ich benutze ihn allerdings, um mit meiner Tante in Amerika Kontakt zu halten. Aha, und dann nimmst du quasi im Kauf, dass deine Daten ja doch etwas offen liegen. Nö, ich gebe sie nicht an. Ich bin da nicht mit Klarnamen angemeldet und ich habe da keine persönlichen Daten von mir. Wenn ich nicht will, dass meine Daten im Internet stehen, dann stelle ich sie nicht auf Facebook. Punkt. Diese ganze Aufregung über die Privatsphäreneinstellungen bei Facebook finde ich halt, wir haben wirklich dringendere Probleme, wie zum Beispiel den Zensus oder halt auch dieses Sony-Datenleck, weil Sony sich ganz klar nicht an Datenschutzrichtlinien gehalten hat. Sony hat unglaublich miese Sicherheitsvorkehrungen, wenn überhaupt gehabt, hat meine Daten, wenn ich sie angegeben habe, im Klartext irgendwo auf dem Server rumfliegen gehabt, was man absolut nicht macht. Und jetzt werden diese Kreditkartendaten massig verscheuert. Es gibt Foren im Internet extra für Kreditkartendiebe, wo man so Dinger irgendwie im Tausenderpack kaufen kann, so Daten, um da irgendwie Schabernack zu treiben. Da beschweren sich die Leute mittlerweile, dass die Preise fallen, weil das Angebot so hoch ist. Was meinst du denn, wie sicher ist denn das Netz überhaupt noch? Ist man überhaupt noch sicher? Kann man überhaupt nicht mehr online shoppen oder irgendwo seine Daten angeben? Du hast schon gesagt, man soll selber auf sich selber ein bisschen gucken, aber irgendwie bei vielen Internetseiten muss man ja irgendwas angeben, um das zu kriegen, was man haben will. Was ist da deine Meinung zu? Es ist nie immer sicher. Also es geht einfach nicht hundertprozentig sicher. Hundertprozentig sicher ist, wenn ich in den Laden gehe und mit Bargeld bezahle und am besten noch eine Mütze dabei auf hat, damit mich niemand erkennt. Ich muss halt vorsichtig mit meinen Daten sein, wenn ich nicht möchte, dass sie irgendwo auftauchen. Ja. Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu dir. Also mich würde mal interessieren, du bist jetzt 20, haben wir noch gar nicht erwähnt. Warst du vor deiner Karriere bei der Piratenpartei schon politisch aktiv oder wie bist du überhaupt zu deinem Interesse gekommen? Ja, also politisch aktiv war ich mal, aber nicht so wirklich. Also ich habe mich halt immer für Politik interessiert, aber habe zum Beispiel mit 15 irgendwie rumgegrübelt und dachte mir, naja, ich sitze hier irgendwie zwischen lauter Leuten, die Kommunismus toll finden und Anarchie und eigentlich mag ich Demokratie, aber es gibt keine Partei, die mir wirklich gefällt. Und dann kam die Piratenpartei. Denkst du, Politik oder das Interesse an Politik ist irgendwie eine Sache von einer gewissen Schicht oder gibt es da wirklich von unten nach oben, so blöd wie es klingt?
Es ist unglaublich wichtig, dass sich jeder beteiligt und dass jeder sagt, was er möchte und was ihm wichtig ist und dass sich Leute aus allen Schichten und aus allen Lebensexperimenten und Lebensentwürfen und auch aus allen Kulturen beteiligen, sodass wir gemeinsam was auf die Beine stellen können und nicht nur irgendwelche Leute, die im Grunewald hocken und sagen, was wir bitteschön zu denken haben und die Entscheidung fällen. Ich glaube nicht, dass wir Politik nur Leuten mit Altersweisheit überlassen sollten, weil gerade jetzt, wo zum Beispiel das Netz ein wichtiges Thema wird, sind die Jungen die wirklich Kompetenz haben. Wir haben 15-Jährige, 16-Jährige bei den jungen Piraten, die Server administrieren und die wesentlich besser sind als Leute, ein Haufen der Leute über 30. Ich würde gerne das Alter nicht als Merkmal für Kompetenz irgendwie festmachen, weil das ist einfach nicht so. Also was wichtig ist, ist, wenn man ein Thema hat, das einem am Herzen liegt, dass man sich beteiligt, dass man sich Leute sucht, die mitmachen, dass man sich jemanden sucht, der einem dabei hilft, der vielleicht eine Organisation, die sowas schon macht, dass man einfach Sachen, die einem nicht passen, nicht einfach über sich ergehen lässt, sondern seine Stimme zeigt. Genau, es gibt viel zu tun. Aktiv sein ist ein gutes Stichwort. Werdet aktiv auf duhastdiemacht.de. Wir sehen uns dort auf der Seite.